So, hallo und herzlich willkommen. Heute haben wir das 20. Türchen, wir haben es also fast geschafft. Und genau, erstmal Auflösung von gestern. Gestern hatten wir Hypericum und ich habe, glaube ich, nicht gesagt, wie ich es dosiert habe. Und Hypericum gebe ich ihm relativ hoch. Ich habe hier eine M gegeben, Hypericum in der C1000. Das ist eine Erfahrung von Dr. Hughes, dass Hypericum in höheren Dosierungen besser wirkt bei so Sachen. Da ich es nie anders ausprobiert habe, ist das durchaus möglich, dass der C30 auch tiptop hilft. Und habe ihr das gegeben dreimal am ersten Tag. Sie hat am nächsten Tag dann nochmal angerufen und hatte alles ja viel, viel besser. Es gibt einen anderen Fall, wo ich auch nach 2-3 Tagen dann nochmal höher gegangen bin. Das wollte ich ja nicht erklären. Ne? Bei dem Fall jetzt nicht, aber es gibt einen anderen Fall von früher, einen Skiverletzungsfall, wo ich erinnert habe, wo ich dann auch bis zu 50.000 hoch bin, wenn die Rückfälle gemacht hat. Also Hypericum schnell höher, schnell wiederholen am Anfang von der Verletzung. Man kann das auch probieren nach Jahren. Das ist das, was ich weiß, was sie am Paraplegikerzentrum machen mit dem Ambulatorium in der Homöopathie, dass sie immer noch mal probieren, Hypericum in Hochpotenz zu geben, weil sie manche Fälle hatten, die damit besser geworden sind. Ich habe in so Fälle jetzt nicht gerade mit Querschnittslähmung und so, habe ich jetzt in der Praxis nichts in der Art, aber ich weiß bei so Skiunfällen, das haben wir ja nur öfter, dass ich dann Hypericum schnell und in höheren Potenzen auch rasch wiederhole. Genau, war jetzt in dem Fall aber nicht nötig. Also dreimal M an einem Tag trocken. Gut, heute habe ich einen Fall mitgebracht von Magen-Darm-Beschwerden. Und zwar von einem jungen Kind. Also ein Junge und ein Kind. Und das leidet unter Magen-Darm-Beschwerden seit heute. Und das zentrale Thema ist neben dem konstanten Erbrechen die Übelkeit. Also das sind eigentlich zwei Symptome, die natürlich bei einer Magen-Darm-Grippe jetzt auch nicht so mega bedeutsam sind. Aber das war sozusagen, weswegen die Mutter sich gemeldet hat. Also ständiges Erbrechen, teilweise alle 5 bis 15 Minuten, ziemlich viel. Und relativ starke Übelkeit von dem Kind. Ich habe dann, ich frage dann immer erstmal nach und gucken, ob das überhaupt ein Fall ist, den ich am Telefon so betreuen kann, wenn der so oft erbricht, ne? Wie ist da der Dehydratationszustand und so weiter. Und das Kind hatte auch keinen Durst, also ganz eine schlechte Kombination, ehrlich gesagt. Das ist ja bei so anderen Mitteln, haben die ja wenigstens noch Durst. Gut, gegen Ende ist das dann auch kein gutes Symptom mehr, sondern einfach Zustand des ausgezehrten Körpers. Und das Kind hatte sozusagen, unser Glück hat immer relativ wenig erbrochen und auch keinen Durchfall gehabt, aber halt relativ häufig. Und wenn die Mama dem Kind irgendwas aufgezwungen hat, mit Essen oder Trinken, dann hat es halt sofort auch wieder erbrochen. Also, ja, ich fand, ist es wahrscheinlich zum Erzählen, ist es ein relativ einfacher Fall, glaube ich. Wenn man die Leitsymptome kennt, wird das jetzt nicht so ein Zauber sein, das rauszufinden. Ich finde es immer viel schwieriger, das Mittel zu erfragen, weil man muss immer so ein bisschen auch die Idee haben, weil es so spezielle Leitsymptome sind. Ich habe dann gefragt wegen Speichel und es hat sehr viel Speichel, das Kind. Ich habe dann gefragt wegen Wärme, Kälte, das war nicht so ganz klar. Es hat Reha gewechselt und war nicht klar, besser Kühle oder besser Wärme. Es war deutlich, also das war nicht besser nach dem Erbrechen. Damit sind ja dann schon mal einige Mittel raus. Ich habe dann gefragt wegen Blutung, Nasenbluten im Vorfeld, weil das ein Symptom wäre. Das hatte das Kind aber nicht. Habe danach gefragt nach dem Gemüt. Und dann war es ja unzufrieden und weinerlich und anhänglich. Und man kann ihm schwer helfen, ungeduldig. Will auch dann rumgetragen werden. Draußen ist irgendwie schlechter, drinnen ist aber auch schlecht. Also es war nicht so richtig klar. Und dann habe ich irgendwann nach längerem Überlegen, habe ich dann gefragt, ob sie mal die Zunge anschauen kann, weil es gibt ja da einige Mittel mit so Unzufriedenheiten. Und dann lässt man sich die Zunge zeigen und erstaunlicherweise war die Zunge wirklich komplett normal rot. Ich habe mir noch ein Foto schicken lassen, kein weißer, kein gelber Belag, nichts. Ne? Und ja, dann habe ich entschieden, denke, die meisten werden es jetzt wissen, ansonsten gerne mal nachschauen, saubere Zunge bei Magen-Darm-Grippe.
ein großes Leitsymptom für das Mittel. Genau. Und das Mittel gebe ich gern hoch. Hatte ich aber nicht die Möglichkeit, sondern nur die Hausapotheke, wo es in C30 drin ist. Gern gebe ich es höher. Und habe dann C30 in Wasser aufgelöst, dem Kind so schluckweise geben lassen. Und das war ein ziemlich beeindruckender Fall. Deshalb habe ich den natürlich auch ausgewählt. Ist jetzt nicht immer so, dass das Mittel so schnell und hilft. Aber das hat sehr, sehr schnell geholfen. Die Übelkeit hat sehr schnell nachgelassen. Und das Kind hatte dann wieder Hunger. Und das passt auch noch sehr gut zu diesem Mittel. Es hatte nämlich Hunger auf Chicken Nuggets und Pommes. Ja, und nichts gegen die moderne Mütter, aber diese Mutter, ne, hat dann gesagt: Ja, gut, wenn mein Kind das Bedürfnis hat, ne, dann wird es ja wissen, was für es gut ist. Ich weiß nicht, woher diese Idee kommt. Ich will jetzt da kein Fass aufmachen. Ich finde natürlich gut, dass die Kinder grundsätzlich ihre Bedürfnisse mitteilen können und dass man versucht, wenn man sie kann, auch zu stillen. Ich möchte da gar nicht jetzt ein Thema losbrechen. Aber ich weiß nicht, wie eure Kinder sind, aber meine Kinder wissen nie, was ihnen gut tut. Also schon gar nicht in puncto Essen. So, wenn ich meine Kinder bedürfnisorientiert essen lassen wollen würde, wären sie wahrscheinlich schon tot. So, in dem Sinne ist mir das immer nicht so ganz klar, woher diese Idee kommt. Mein Kind wird schon wissen, was ihm gut tut in puncto Essen. Also möglicherweise, wenn das Kind vielleicht sonst mega bewusst ist mit dem Essen, easy, ne? Dann mag es sicher auch so Kinder geben. Aber ich darf jetzt mal sagen, so für Standardkind ist es einfach nicht so der Fall, dass es jetzt besonders weiß, wüsste, was ihm gut tut. Und ist es ja dann noch mal speziell mit einer frischen Magen-Darm-Sache. Also genau, in jedem Fall hat diese Dame dann dem Kind einen Gefallen getan oder auch nicht. Dem dann Pommes mit Chicken Nuggets besorgt. Und hatte dann einen Rückfall und hat mich dann relativ betreten angerufen. Ja, also es war jetzt dann besser und doch wieder schlechter. Ich sagte, ja, was denn passiert, ob sie es nochmal wiederholt hätte oder so. Nein, es hat ja wieder Hunger gehabt und es hat dann was gegessen. Ich glaube, das war noch ein bisschen früh. Ich sagte, was haben sie ihm denn gegeben? Und so ein bisschen Zwieback oder Salzstangen oder was? Ja, nee, also, und dann hat sie mit der Sprache rausgerückt. Aber ich bin ja den ganzen netter. Ich habe natürlich nicht geschimpft. Ich habe gesagt, ja, die Chicken Nuggets Pommes, das sollen sie nochmal. Das passt sehr gut zum Mittel, habe ich dann gesagt, dass das Kind Lust hat auf Dinge, die ihm nicht gut tun. Das wäre im Mittelbild drin, da war sie ganz beruhigt. Also nie die Patienten schimpfen, wenn nicht dringend nötig. Ne? Habe ich nie als Vorteil empfunden. Und vielleicht dann hinterher gemeinsam drüber lachen und so, aber das passt wirklich noch gut zum Mittel. Gut, ja, ich wünsche euch alles Gute und hoffentlich keine Magen-Darm-Grippe. Tschüss!